Hi, ich bin gerade ein Video am Drehen. Hi meine Fitness-Freaks, willkommen zurück auf meinem Channel. Ich hatte euch ja versprochen, dass es Neuigkeiten bei mir gibt. Und zwar bin ich jetzt ab September bei Body Attack Sports Nutrition. Und die haben mir erstmal zwei Riesenpakete aus ihrem Sortiment zugeschickt. Und ich bin richtig gespannt, was da alles drin ist. Wenn ihr wissen möchtet, was die momentan Neues in der Kollektion haben und wie die Produkte so sind, wie ich die empfinde, dann bleibt dran. So, okay, packen wir die Kartons erstmal auf. Ich mach sie erstmal auf. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, Leute, ja. Wow! Meine Güte! Oh mein Gott! Okay, Leute, ihr habt's gesehen, die Pakete sind riesig. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, ne? Weil ich denke, ihr seid alle genauso gespannt wie ich, was da drin ist. Also, was die mir geschickt haben, was mir als allererstes aufgefallen ist, ist der Proteinpudding. Und Leute, guckt euch bitte mal die Geschmacksrichtung an. Oreo. Oreo? Was will man denn mehr vom Leben, ne? Also wir haben hier 31 Gramm Milchprotein, 6,4 Gramm BCAAs und sogar noch Zink mit drin. Also das ist wirklich ein super, super Proteinpudding, der sogar auch noch fürs Immunsystem, für die Haare, Haut und Nägel gut ist. Also was will man denn mehr von einem Pudding erwarten? Ich habe den auch nochmal klassisch in Vanille geschickt bekommen. Der hat sogar 32 Gramm Eiweiß. Okay, als nächstes haben wir die Protein-Pancakes. Da bin ich auch gespannt drauf. Und zwar, das hier ist jetzt mit Buttermilch-Geschmack und mit Haferflocken drin. Das heißt, wir haben hier richtig gute Kohlenhydrate. Wir haben 36 Gramm Eiweiß. 36 Gramm, Leute. Wenig Zucker und es ist aspartamfrei. Das ist immer ganz wichtig, weil viele der Sachen, die so eine, ja, die gesüßt werden, die sind mit Aspartam gemacht. Und Aspartam ist, wie wir wissen, nicht sehr gesund. Okay, also ich glaube, ich brauche mir erstmal kein Müsli mehr zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ja, also erstmal bin ich ausgesorgt. Und zwar habe ich hier das Low Carb Müsli, Protein Müsli. Ja, Low Carb und Protein Müsli. Nur 9,8 Gramm Kohlenhydrate hat das hier und das ist mit klassisch, ja. Okay, es ist klassisch, es ist einfach nur Müsli. Ich sehe, es hat Haferflocken, es hat ja, getrocknete Früchte mit drin, also optimal, finde ich richtig klasse. Gucken wir jetzt mal uns das Protein-Müsli an. Was haben wir denn hier? Nuss-Crunch, Schoko-Crunch. Oh, Schoko-Crunch, das geht in meinen Ohren. Gucken wir das mal an. Sehr schön. Und zwar haben wir im Protein-Müsli nur 4,8 Gramm Kohlenhydrate. Leute, 4,8 Gramm Kohlenhydrate. Das könnt ihr super abends essen. Da habt ihr eine hohe Eiweißquelle und müsst kaum Reue haben, dass ihr das gegessen habt. Und es schmeckt vermutlich gigantisch. Also Schoko, klassisch. Oh, Früchte-Crunch ist auch sehr geil. Und Nuss-Crunch. Und Low Carb haben wir noch auch in Früchte. Sehr schön. Okay, Leute, worauf ich mein Leben lang gewartet habe, war die Nutella-Variante in Protein-Variante, was auch immer. Ich glaube, es gibt das schon häufiger, aber das hier von Body Attack ist neu. Und das hier ist jetzt Protein Nut Choc. Wir haben hier richtig viel Protein für eine, ja, eine Nutella-Variation. 21% Protein, 11% Haselnüsse. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, das hier werde ich wahrscheinlich pur löffeln. Und ich habe das auch noch in White Chocolate mit Strawberry geschickt bekommen. Wie soll ich das überleben? Also ich komme auf jeden Fall gut durch den Winter, glaube ich, ne? Und dann auch noch in Nut Choc. Da haben wir 14,5% Haselnüsse drin. Und, oh mein Gott, Choc-Cookie-O. Choc-Cookie-O. Korrigiert mich, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Aber ja, Choc Cookie, oh, sehr geil. Okay, Leute, so sieht das Ganze von innen aus, von der Konsistenz her. Sieht keiner. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Okay, das
ist so lecker. Ja, okay. Ich weiß, was ich jetzt mir nur noch morgens, abends, mittags mache. Okay, meine Kamera hatte sich kurze Zeit entschieden auszugehen, bevor ich euch die Proteinpizza zeigen konnte. Low Carb Protein Pizza. Hört euch das an. Und zwar, ein Stück Pizza hat 3 Gramm Kohlenhydrate und 1,3 Gramm Zucker, aber 19 Gramm Eiweiß. Wie geil ist das bitte? Ja, könnt ihr mir das sagen, wie gut das ist? Low Carb Brot. Und zwar das Low Carb Brot hat 2,5 Gramm Kohlenhydrate und 0,5 Gramm Zucker und 11,8 Gramm Eiweiß. Wie geil ist das bitte? Dann haben wir hier Low Carb Protein Kuchen. Das hier ist jetzt Zitronenkuchen. Zitronenkuchen ist mein absoluter Lieblingskuchen, Leute. Ich kann es euch sagen. Und der Zitronenkuchen hat 2,6 Gramm Kohlenhydrate und 9,1 Gramm Eiweiß. Also, was will man mehr im Leben? Dasselbe gibt es nochmal in Schokolade und ist mit Nüssen. Also auch optimal, super gesund. Da. So, als nächstes kommen wir mal zu den Whey's. Und zwar haben wir hier ein Iso Whey. Perfekt. Wir haben hier BCAAs mit drin, Leucin, Glutamin haben wir noch drin. Glutamin ist super für die Regeneration. Das heißt, das hier könnt ihr wunderbar nach dem Training verwenden, weil ihr dann einfach, wenn er sagt, okay, ich will am nächsten Tag nochmal Vollgas geben, ihr regeneriert wesentlich schneller, genauso könnt ihr es vor dem Training nehmen, um die Muskulatur zu schützen durch die BCAAs. Hier haben wir Vanille-Flavor. Hier haben wir das klassische Whey-Protein von Body Attack, und zwar klassisch schön in Schokogeschmack, 900 Gramm Packung. Und wir haben hier 24 Gramm Protein auf 30 Gramm Pulver, und zwar in Wasser. Das ist immer nochmal ganz, ganz wichtig, weil viele Firmen haben Produkte oder haben Whey's und schreiben halt dann die Proteingrammzahl drauf, ist allerdings dann mit Milch. Und Milch hat ja nochmal selber Milchprotein. Das heißt, ihr habt hier in Wasser 24 Gramm Protein. Also ist wirklich ein High-Protein-Shake. Und wir haben in diesem Shake, lasst mich mal gucken, wie viel Kohlenhydrate. Ja, wir haben 2,3 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, es ist ein Low-Carb-Protein-Shake. Den könnt ihr super abends auch noch vom Schlafen, den könnt ihr nachts trinken, den könnt ihr zwischendurch trinken, den könnt ihr einfach immer trinken. Also optimal, und ich bin mir sicher, es schmeckt mit Wasser super. Okay, wir haben hier noch die Ready-to-Drink-Shakes, und zwar mit 50 Gramm Eiweiß drin. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? 50 Gramm, das ist so viel, das ist der Wahnsinn. Also das ist richtig, richtig toll. Je nachdem, wie hoch euer Bedarf an Protein ist, könnt ihr das hier trinken zu eurer normalen Ernährung und braucht dann nicht noch 5000 andere Sachen dazu zu essen. Also das ist wirklich richtig klasse. Wir haben hier einmal Schoko, einmal Vanille und optimal. So, wir kommen endlich zum zweiten Paket. Das war jetzt das erste Paket. So, ja. Also wir haben hier die Superfoods. Wir haben einmal die Chiasamen. Chiasamen finde ich richtig klasse. Ich mache die mir gerne morgens in den Quark rein oder in den Joghurt. Und getrocknete Beeren. Ungeschwefelt. Ungeschwefelt, interessant. Und was wir haben, sind Flohsamenschalen. Flohsamenschalen, Leute, sind eins der besten Produkte, die ich in der letzten Zeit entdeckt habe. Und zwar, die haben erstens hier die 83,7 Gramm Ballaststoffe, und ich werde die verwenden, um mir einen veganen Mozzarella zu machen. Klingt erstmal komisch, klingt irgendwie eklig, aber Flohsamenschalen brauchen wir dafür, und deshalb bin ich super gespannt. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich den veganen Mozzarella zubereite, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen. Okay, wir haben hier, ich glaube, das ist auch neu, ein Extreme Whey Deluxe von Body Attack. Und das ist zuckerarm und low fat. Also das heißt, wir haben hier 8,2 Gramm BCAAs in 50 Gramm mit 250 ml Wasser, auch wieder ganz, ganz wichtig. Glutamin ist mit dabei. Also das ist auch wieder optimal zur Regeneration und natürlich zum Muskelaufbau. Das heißt, vorm Training, nach dem Training, wie ihr das
am liebsten machen möchtet. Und wie gesagt, von BCAAs halte ich generell richtig, richtig viel. Also ich bin ein absoluter Fan von BCAAs und deshalb dürfen die in einem Way für mich auch nicht fehlen, damit ich die nicht zusätzlich noch extra nehmen muss. Also das heißt, ihr habt hier all in one. Wunderbar. Also, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, aber was ich schon lange weiß, Body Attack hat ja damals, ich glaube, einen der ersten Fatburner rausgebracht. Das war der Lipo 100 Fatburner. Den haben wir vor 8 Jahren schon in meinem Fitnessstudio damals verkauft. Und die haben jetzt ein Getränk rausgebracht. For Fatburner Training, Feel the Burn. In Wildberry. In Wildberry Geschmack und in Orange Grapefruit Flavor. Generell haben wir hier natürlich Sachen drin wie Guarana und Grüntee-Extrakt, halt alles, was die Fettverbrennung so ein bisschen anregt. Und deshalb ist das natürlich einfach super für während dem Training. Leute, ohne Training bringt das Zeug gar nichts, ich sag's euch. Aber mit Training habt ihr da wirklich die Möglichkeit, einfach ein paar mehr Kalorien zu verbrennen. Und deshalb kann ich euch das nur ans Herz legen. Lipo 100. Wie gesagt, gibt es auch als Kapseln. Ich weiß gar nicht, ob es noch als Kapseln gibt. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall das Getränk. Also noch einfacher für Leute, die nicht gerne Kapseln schlucken, so wie ich. So, was haben wir hier? Wir haben Protein-Dinkelpasta. Yes. Sehr schön. Bandnudeln. Ich mag Bandnudeln. Und wir haben hier nur 13 Gramm Kohlenhydrate. Okay, als Proteinquelle haben wir Dinkel und Hühnerei, das heißt, ist nicht für Veganer geeignet oder Leute, die Allergien haben. Allerdings für alle anderen, die gerne Eier essen dürfen und nicht vegan sind, für die ist diese Pasta optimal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie. Ich kann gar nicht genug Kaffee am Tag trinken, leider. Schwarz. Und was Body Attack hat, ist ein Protein-Kaffee. Protein-Kaffee. Das ist der Wahnsinn. 25 Gramm Protein und 75 Milligramm Koffein. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Fettfrei, das ist für mich die Rettung meines Lebens. So, dann habe ich hier noch ein komplettes Paket mit Riegeln zugeschickt bekommen. Also ich glaube, mit Riegeln bin ich erstmal für die nächsten 15 Jahre versorgt. Wobei, die haben nicht mit mir ja gerechnet, die jeden Tag sogar 15 von den Dingern hatte. Wir haben hier nicht nur Riegel, wie zum Beispiel den Protein Bar mit 25 Gramm Protein und L-Carnitin, kurbel auch die Fettverbrennung an, sondern wir haben auch noch Protein Trüffel mit 32 Gramm Protein. Und zwar in White Chocolate Coconut Flavor, Chocolate Flavor, Strawberry Yogurt Flavor, Cherry Yogurt Flavor. Leute, ihr bringt mich um, ne? Und Cappuccino-Flavor, also... Jo! Dann Flav Drops, sehr schön. Wir haben hier die Blueberry Flav Drops. Mache ich mir einfach immer gerne in meinen Joghurt oder Quark, weil irgendwann kann man den nicht mehr sehen. Okay, ich habe Flav Drops in Butterkeks entdeckt. Butterkeks ist das Beste, was jemals erfunden wurde an Flav Drops. Vanille, Karamell, Strawberry, Coconut, Cheesecake. Ihr wollt mich veräppeln. Okay. Raspberry, Chocolate, Banana, geil. Carb Control Riegel, High Protein Bar. Also Leute, ihr müsst unbedingt die Riegel von Body Attack checken auf der Seite, weil die Auswahl ist einfach gigantisch, die Riegel. Marzipan-Flavor, also ich glaube, das ist für jeden was dabei. Also wer da nichts findet, der ist wirklich, dem ist echt nicht mehr zu helfen. So Leute, das war's von meinem riesen Unboxing von Body Attack. Ich bin überwältigt, wirklich. Ich habe noch nie so viele tolle Produkte zugesendet bekommen. Ich bin wirklich richtig dankbar. Von den Möglichkeiten, also beziehungsweise, dass das überhaupt möglich ist, habe ich natürlich euch zu verdanken. Instagram, Facebook, YouTube. Das wäre ohne euch überhaupt nicht möglich, dass ich diese Produkte überhaupt zugesendet bekommen würde. Und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn ihr mehr von den Produkten sehen möchtet, wenn ihr auch mal Rezepte sehen möchtet, was ich damit alles Schönes anstelle, schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert meinen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Läutet die kleine Glocke, damit ihr auch immer brav informiert werdet, wenn ich was Neues poste. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!